Ich hoffe, dass ihr in eurem Herzen fröhlicher seid als in eurer Ausdrucksweise. Einen ganz kurzen Satz auf Spanisch. Todos aquellos que no entendéis bien el alemán, podéis cogeros un auricular que será traducido la predicación al español. War nur damit die, die kein Deutsch verstehen, wissen, dass es übersetzt wird. Ja, wir feiern Ostern, wir feiern Auferstehung. Und vor zwei Tagen haben wir noch, und das hört sich wirklich eigentlich komisch an, oder? Wir haben den Tod Jesu gefeiert. Also normalerweise, wenn wir bei einer Trauerfeier sind, da feiert man eigentlich nicht. Ich weiß, hier in Deutschland ist es sehr üblich, diesen sogenannten Leichenschmaus. Ich bin ehrlich, ich gehe da ungern hin. Ich finde das irgendwie komisch, aber es ist ja auch nicht schlimm. Aber zwei Tage später, heute, können wir Auferstehung feiern. Ein ganz anderer Tag. Und ich bin ehrlich, deswegen habe ich mich auch heute so angezogen. Freitag war es eher so grau, trüb. Ist ja nicht unbedingt das schönste Wetter, was wir haben wollen, wenn es so grau ist. Und heute schöne, bunte, fröhliche Farbe. Da ist wieder Leben im Spiel. Zwei ganz, ganz unterschiedliche Tage. Und so habe ich es auch betitelt. Sonntag, ein ganz anderer Tag. Freitag gab es traurige Gesichter. Sonntag kommt das Lächeln wieder. Offensichtliche Niederlage am Freitag. Großartiger Sieg am Sonntag. Am Freitag sagten die Jünger, wir wurden allein gelassen. Am Sonntag stand der Herr mitten unter ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Freitag ein versiegeltes Grab. Sonntag ein offenes Grab. Freitag Soldaten wachen vor dem Grab. Freitag, Entschuldigung. Sonntag Engeln wachen im Grab. Freitag eine Show am Golgatha. Sonntag Staunen am Grab. Dies ist die wunderbare Geschichte eines auferstandenen Jesus. Und heute, über 2000 Jahre später, wenn wir uns an diesen Sieg erinnern, entsteht wieder Freude bei uns, Friede, die Gegenwart der Engel am leeren Grab steht vor uns. Ich möchte, dass wir uns nochmal diese Gewissheit holen, diese Sicherheit, was die Auferstehung Jesu für uns bedeutet, für das Leben des Christens. Und deswegen lade ich euch auch ein, mit mir zusammen, ein paar Verse aus 1. Korinther zu lesen. 1. Korinther, Kapitel 15, die Verse, ich lese ab 12, das passt dann sogar noch besser. Und ich lese aus der guten Nachricht. Ich wiederhole nochmal, 1. Korinther 15, 12 bis 24. Das also ist unsere Botschaft. Gott hat Christus vom Tod auferweckt. Wie können dann einige von euch behaupten, dass die Toten nicht auferstehen werden? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Und wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann hat weder unsere Verkündigung einen Sinn, noch euer Glaube. Wir wären dann als falsche Zeugen von Gott entlarvt. Denn wir hätten gegen die Wahrheit bezeugt, dass er Christus vom Tod auferweckt hat. Denn er doch gar nicht auferweckt hat, wenn wirklich die Toten nicht auferweckt werden. Wenn die Toten nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer ganzer Glaube vergeblich. Eure Schuld ist dann nicht von euch genommen. Und wer im Vertrauen auf Christus gestorben ist, ist dann verloren. Wenn wir nun für das jetzige Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als irgendjemand sonst auf der Welt. Nun ist Christus vom Tod auferweckt worden. Und als der erste Auferweckte gibt er uns die Gewähr, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Durch einen Menschen kam der Tod. So kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung vom Tod. Alle Menschen gehören zu Adam. Darum müssen sie sterben. Aber durch die Verbindung mit Christus wird ihnen das neue Leben geschenkt. Herr, ich danke dir für dein lebendiges Wort. Ich danke dir, dass du uns errettet hast, dass du für uns gestorben bist
aber eben nicht in diesem Grab geblieben bist, sondern auferstanden bist und dass du uns ja, ewiges Leben schenkst. Amen. Der ganze Kapitel 15 spricht von der Auferstehung Christi und führt so eine Art Dialog. Allein dieser Text, auch wenn er so ein paar Passagen hat, die schwierig sind, weil das so immer so hin und her geht und wenn er nicht auferweckt ist und auferweckt. Aber es ist so eine Art Dialog. Und Paulus verteidigt das. In den vorherigen Versen von dem Kapitel 15 erzählt er, wie Jesus vielen von seinen Jüngern und auch anderen Leuten erschienen ist. Und er erzählt auch von seiner eigenen Erfahrung, wie Jesus ihm erscheint. Wir wissen aber auch, dass die Griechen zum Beispiel nicht an sowas glaubten. Ihr könnt euch erinnern, oder ihr habt das bestimmt gelesen, in der Apostelgeschichte, wo Paulus in Athen ist und über den auferstandenen Jesus spricht, da wird er verhöhnt. Da wird gesagt, ach komm, du bist doch besoffen. Und seien wir ganz ehrlich, wie viel ist es von heutzutage nicht auch von uns passiert? Wenn wir sagen, doch, Jesus ist auferstanden, dass die sagen, also irgendwie hast du was geraucht oder was getrunken, was dir nicht bekommen ist. Weil viele Menschen glauben einfach nicht daran. Viele Menschen können an so ein Wunder nicht glauben. Es geht nicht, es ist einfach nicht menschlich. Es ist mit unserem Verstand nicht zu verstehen. Also können wir sagen, in 2000 Jahren oder über 2000 Jahren hat sich nichts verändert. Aber Paulus, der war fest von einem auferstandenen Jesus überzeugt und hat diese Wahrheit verteidigt und gepredigt, egal wann und wo. Wir wissen, wie oft Paulus im Gefängnis gelandet ist, was er durchgelitten hat, weil er das Evangelium verteidigt hat. Trotz des Widerstandes, trotz der Strömung gegen ihn, trotz der vorherrschenden Kultur, die das nicht glaubte, sprach er weiterhin von der Auferstehung seines Retters. Und warum? Das sagt er im Vers 14. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unsere Predigt vergeblich und vergeblich auch unser Glaube. Also frage ich auch heute, wenn Christus nicht auferstanden ist, was macht ihr hier alle? Dann geht doch lieber ein Eis essen, ich meine, das Wetter lädt zwar nicht dazu ein, aber dann sonst einen Kaffee trinken oder keine Ahnung, sucht die Eier. Aber was machen wir denn hier, wenn Christus nicht auferstanden ist? Wenn Christus nicht auferstanden ist, wem können wir dann noch vertrauen? Weil wenn die Bibel uns anlügt, wem können wir dann noch vertrauen? Und deswegen möchte ich auch darauf schauen, was für uns die Auferstehung wirklich bedeutet. Weil die Auferstehung Jesu gibt uns die Sicherheit, dass unsere Predigt einen Inhalt hat. Unsere Botschaft, wenn wir den auferstandenen Christus predigen, ist sie nicht leer und hohl. Unsere Predigt findet Fülle, das Maximum ihrer Kraft, dank der Auferstehung von Jesus. Unsere Botschaft ist dann vollständig. In unserer Botschaft fehlt nichts, um etwas zu bewirken, Leben zu verändern und Hoffnung zu geben. Hier gibt es noch etwas, was Paulus uns darauf hinweist. Weil wenn er das Wort vergeblich nutzt in dieser Passage, bezieht er sich nicht nur, dass dann unser Glaube und unsere Predigt leer und hohl wäre ohne Inhalt. Er bezieht sich auch auf die Tatsache, dass unsere Botschaft, Wahrheit und Zweck fehlen würden, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Weil wenn das nicht ist, was für einen Zweck hat es, dass wir das predigen? Wir werden es ja dann nie erleben. Heute können wir sagen, dass Christus lebt. Und unsere Botschaft wahr ist. Unsere Botschaft hat einen auferstandenen Erlöser. Und dieser auferstandene Jesus ist die Wahrheit. Heute können wir sagen, das Grab ist leer. Unser Erlöser lebt. Unsere Botschaft hat einen Sinn. Und sie bringt Freiheit, Friede, Wiederherstellung, eine neue Gelegenheit für gebrochene Seelen. Wenn wir wissen, dass wir eine Predigt mit Inhalt haben, sollten wir dann Angst, Ausreden oder Vorurteile beiseite legen. Und genauso wie Paulus damals
immer und überall das Evangelium verteidigen. Gerade in einer heutigen Welt, wo eigentlich keiner mehr weiß, was wirklich wahr ist oder nicht. Und vor allem verstehen, dass die Kraft der Botschaft nicht in unserer Predigt liegt, nicht in unseren Zeugnissen liegt, sondern in der Botschaft selbst. Und wir sind nur Werkzeuge in den Händen Gottes. Es geht nicht darum, wie überzeugend, wie laut und wo ich predige. Ich meine, ich kann nicht leiser predigen, das wisst ihr ja. Ich habe ja nun mal so eine kräftige Stimme. Aber die Botschaft der Auferstehung selbst hat die Macht, die Herzen zu verändern. Ich werde es nicht schaffen. Weil egal wie toll ich predige, wenn die Leute dann auf mich als Person achten, werden sie so viele Fehler finden, dass sie sagen werden, das ist sowieso ein Heuchler. Aber die Macht liegt in der Botschaft. Also die Botschaft liegt in dem Wort selber. In Jesus selber. Und wenn wir die Auferstehung Christi die Sicherheit gibt, weiß ich, ich habe einen Glauben mit Grundlage. Wie wunderbar ist es zu wissen, dass unser Glaube an einem auferstandenen Erlöser eine feste Grundlage ist. Eine Grundlage, die uns unterstützt. Eine, die lebendig ist und nicht wie eine metallene oder hölzerne Figur darstellt. Und auch nicht jemand, von dem noch vielleicht Überreste in einem Grab liegen. Wir haben am Freitag hat die Lobpreisgruppe ein Lied gesungen. Nee, Quatsch, das ging über Video. Da stand dann, in einigen Gräbern, da liegen noch vielleicht die Knochen vom Buddha, von vielen anderen. Aber das Grab Jesu ist leer. Wenn nach dem Tod Christi am Kreuz etwas ins Wanken gekommen ist, dann ist es der Glaube. Aber nach der Auferstehung wurde der richtig gestärkt. Und ich habe drei Verse dazu. Eins in Lukas 22, 21, da steht, aber wir hoffen, dass derjenige war, der Israel erlösen würde. Und jetzt, zusätzlich zu all dem, ist heute der dritte Tag, an dem dies passiert. Markus sagt, schließlich erschien er den Elf, also sie zu sich zu Tisch saßen, und warf ihren Unglauben und ihre Herzenshärte vor. Und Johannes sagt, dann ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Der Stein war weggerollt. Da war ein leeres Grab. Die Leinen, in denen Jesus umhüllt waren, lagen schön sauber gefaltet in einer Ecke. Und er wunderte sich nicht. Er fragte sich nicht, was ist passiert? Wo haben sie ihn hingesteckt? Wo haben sie ihn versteckt? Warum haben sie ihn weggenommen? Nein, er sah das leere Grab und glaubte und bekam dadurch neue Kraft. Kraft, die nur aus der Botschaft rauskam. Es hat keiner was gesagt zu ihm. Aber allein das zu sehen, wusste er, Jesus ist auferstanden. Dieser Jünger erinnerte sich an die Worte von Jesus, der ihm gesagt hatte, dass er am dritten Tag auferstehen würde. Und er war fest davon überzeugt. Ja, mein Herr ist auferstanden. Ja, mein Herr hat erfüllt, was er gesagt hat. Jesus lebt. Und wenn wir wissen, dass Jesus auferstanden ist, dann gibt es uns die Sicherheit einer einzigartigen und wundervollen Verwandlung. Weil Jesus hat durch seine Auferstehung den Tod bezwungen, haben wir eben gerade gesungen. Damit hat er uns auch die Möglichkeit gegeben, dass wir uns verändern. Genau das steckt nämlich hinter dieser Botschaft der Auferstehung. Jesus ist für unsere Sünden gestorben, aber auferstanden im neuen Glanz und hat uns damit den Sieg geschenkt. Ihr wisst ja, oder die meisten zumindest wissen, dass ich ein großer Fußballfan bin. Und in der Fußballsprache heißt es ja, wenn unsere Lieblingsmannschaft gewinnt, wir haben gewonnen. Aber seien wir ehrlich, wer von uns steht wirklich auf dem Platz, läuft dem Ball hinterher? Meistens sitzen wir schön gemütlich mit einem Kaffee oder ein Bier oder ein Glas Wein vor dem Fernseher, gucken uns an, wie die dann hin und her laufen.
Vielleicht geht der eine oder andere auch zum Stadion. Aber wirklich den Sieg haben wir doch nicht errungen, oder? Vor allen Dingen, wenn die Niederlage ist, dann sagen wir nicht, wir haben verloren, sondern sind die schlecht. Beim Sieg von Jesu durch den Tod und durch seine Auferstehung ist es aber anders. Beim Tod hing er auch alleine am Kreuz. Und wir sitzen hier gemütlich. Mehr oder weniger, die Stühle sind nicht mehr ganz so gemütlich, aber. Aber wir sitzen hier und am Kreuz hing er alleine. Der Unterschied liegt aber daran, dass als zum Beispiel meine Lieblingsmannschaft Real Betis Balompié Sevilla letztes Jahr den spanischen Pokal gewonnen hat, da hat mich keiner von den Spielern angerufen und gesagt, hey, ich weiß, du bist so ein großer Fan von uns, schick mir doch mal deine Bankdaten, ich möchte dir ein bisschen Geld überweisen von dem, was ich gewonnen habe. Hat leider keiner gemacht. Aber Jesus, als er auferstanden hat und den Sieg errungen hat, der hat es mich zwar nicht angerufen, aber er sagt mir tagtäglich, hey, der Sieg gehört dir. Ich habe für dich gewonnen, nicht für meine eigene Brieftasche. Er schenkt uns das ewige Leben. Wir sind Sieger in Jesus. Da können wir wirklich sagen, wir haben gesiegt, weil er uns das schenkt. Diese einzigartige Verwandlung, die schenkt nur Jesus, weil nur er diese Macht dazu hat. Er hat mich vom Loser zu einem ewig lebenden, wertvollen Wesen gemacht. Und das ist nämlich die Macht der Botschaft der Auferstehung Jesu. Das ist die Botschaft von Ostersonntag. Ein ganz anderer Tag. Ein ganz anderer Tag. Jesus verwandelt die Menschen durch seine Auferstehung. Und davon sollten wir immer und immer wieder erzählen. Das sollte uns Mut geben, damit auch andere Menschen verwandelt werden können. Damit auch andere Menschen von dieser Osterbotschaft berührt werden. Damit auch andere Menschen zum ewigen Leben kommen. Keiner behält ein tolles Geschenk für sich, oder? Als ich damals von meinen Eltern mein erstes Auto geschenkt bekommen habe, es war kein Rolls-Royce oder sonst was. Aber für mich war es, bam, ich hatte mein erstes eigenes Auto, ein Opel Kadett C, schön sportlich. Und ich bin gleich damit losgefahren. Ich wollte es jedem von meinen Freunden, von meinen Arbeitskollegen, also damals noch als Lehrling, zeigen. Lass es uns mit der Botschaft Gottes genauso machen. Weil das ist nämlich noch ein viel besseres Geschenk. Und das hält für die Ewigkeit. Der Opel ist nach 2 Jahren wieder verkauft worden, weil, naja, passiert nun mal mit Autos. Aber unser ewiges Leben, das, was uns Jesus schenkt, das ist für die Ewigkeit. Und wenn andere das durch unsere Predigt auch erfahren können, weil wir das Evangelium weitergeben, dann geben wir denen ein Geschenk fürs Leben. Dann geben wir denen ein Geschenk, was so wertvoll ist wie nichts anderes auf dieser Welt. Warum wollen wir das für uns behalten? Lasst uns die Osterbotschaft da rausbringen, weil da sind die Menschen, die das noch nicht erfahren haben. Und dann haben wir nämlich Ostern an jedem Tag. Dann ist nicht nur Sonntag ein anderer Tag, sondern dann ist jeder Tag ein anderer Tag, weil Gott die Herzen berührt. Amen.